zu kommen zu diesen fantastischen Fans. Ist immer schön. Ich konnte mir jetzt sogar noch einen kleinen Applaus abholen, wo ich reingekommen bin. Ich glaube, das weiß ja jeder, dass das eigentlich kein Regionalligastadion ist und dass auch Cottbus da eigentlich mindestens eine Liga höher hingehört. Ja, Benni, willkommen zu Hause. Was war es heute gewesen, hier das erste Mal wieder vor dieser Riesenkulisse? Ja, sehr schön. Ich war es, glaube ich, das zweite Mal. Ich war mit der Klinik schon mal hier. Aber zurückzukommen zu diesen fantastischen Fans ist immer schön. Ich konnte mir jetzt sogar noch einen kleinen Applaus abholen, wo ich reingekommen bin. Und da tut die Niederlage nicht ganz so sehr weh. Aber es war schon nicht gerade ein Klassenunterschied, aber es war schon ziemlich deutlich, nicht nur für das Resultat wegen. Ja, ein Klassenunterschied würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Ich denke, der Elfmeter bricht uns das Genick. Also aus meiner Sicht ist es keiner, weil Niki, der steht dann auch gleich auf und lacht. Also ich denke, also das bricht uns heute auf jeden Fall das Genick. Hinten raus konnten wir dann nichts mehr zusetzen. Können wir dann froh sein, dass es nur drei geworden sind, ja. Ihr holt die Punkte halt woanders, ne? Ja, müssen wir. Also wir haben von vornherein gesagt, das hier ist ein Bonusspiel für uns. Das ist einfach, können wir uns aktuell mit Energie auf keinen Fall messen. Und ja, wir müssen jetzt dann die nächsten drei Spiele müssen wir dann probieren zu punkten, weil das sind dann Mannschaften auf Augenhöhe. Daniel, jetzt werden dich gerne spielen sehen. Was ist los heute? Ja, ich hätte mich auch gerne spielen sehen, aber leider ist es muskulär noch so, dass ich noch nicht fit bin. Und dann hatte ich auch noch Corona-Erkrankungen, die mich auch noch wieder zurückgeworfen hat. Und ja, ich bin jetzt wieder ins Training eingestiegen und hoffe, dass ich nächste Woche wieder dabei sein kann. Wie sieht es denn aus? Jetzt kommst du hierher wieder mal in dieses Stadion, was du bestens kennst. Konntest nicht spielen, aber die Atmosphäre hast du doch mitgenommen, denke ich. Definitiv. Ich glaube, das weiß ja jeder, dass das eigentlich kein Regionalligastadion ist und dass auch Cottbus da eigentlich mindestens eine Liga höher hingehört. Aber so ist es eben. Und ja, ich denke, heute hat Cottbus auch verdient gewonnen und da war für uns hier nichts zu holen. Dir geht's gut in Meuselwitz? Mir geht's gut, ja. Ich habe jetzt quasi einen zweiten Berufsweg eingeschlagen, mache eine Ausbildung nebenbei und als was? Quasi als Groß- und Außenhandelskaufmann und spiele nebenbei jetzt noch in Meuselwitz Regionalliga Fußball und ich denke, das ist eine gute Sache. Da wünsche ich alles Gute und dass du schön schnell gesund wirst. Ja, ne? Dankeschön. Tschüss.